Wo wir für heute den Gast vorbereitet haben, sind mir spontan zwei Wörter in den Sinn gekommen. Farbiger Blumenstrauß. Und ich glaube, das charakterisiert sie sehr, sehr gut. Sie hat ganz farbige Songs, sie ist sehr vielseitig, witzig und humorvoll. Und das, obwohl sie es im Leben immer so einfach hatte. Über ihr Leben, über ihre Songs, diskutiere ich heute mit der Sängerin und Songwriterin Bella Farni. Hallo Bella, schön bist du mein Gast hier heute im Hause von Lühr. Guten Morgen. Für einen Musiker ist es ein bisschen früh am Morgen, Sonntag, oder? Sag nicht, ja, so manchmal stehe ich schon mit dem Vogelgezwitscher auf, so ist es nicht, oder? Also es ist schon sehr stark, je nachdem, wo man ist, geht morgen das Konzert mit den Vögeln ziemlich früh los. Und dann gehst du aber schon ein bisschen schlafen, oder? Ja, nicht manchmal schaue ich so raus und kehre wieder, dann einfach den Kopf fort vom Licht. Aber gibt es bei dir überhaupt ein Sonntagsmorgenritual, ein bisschen zu mörgeln, Gipfeli essen? In Tag hineinleben? Ja, in Tag hineinleben ist etwas schwierig. Ja. Es ist schon so, also ich tue immer Tag hineinleben, wenn ich in die Natur raus kann. Mhm. Dann kann ich mich so gehen oder wenn ich mit der Gitarre beschäftigt bin. Mhm. Ritual mit Gipfeli, das ist also eher selten, so. Ja, eher selten bei mir. Nicht so? Ich bin nicht ich esse eigentlich erst am Mittag weg. Außer ich muss wirklich heavy Termine morgen, wo ich einfach muss sagen, nein, da kannst du nicht nüchtern, da musst du etwas nehmen. Das Müsli oder so, aber eben mit dem Gipfeli, es ist schon, zwischen ihnen gehen immer schon das Gipfeli. Ja. Aber es ist nicht so, dass du am Sonntagmorgen jetzt da deine gleichen Rituale hast, jedes Mal aufstehst und dann das machst. Mein Ritual am Morgen, allgemein, das habe ich geändert, das ist ein Glas kochendes Wasser. Wirklich? Ja, heisses Wasser, wie der Dalai Lama. Kann man das trinken am Morgen? Das kann man sehr gut trinken. Gewöhnt man sich dran? Ja. Ja, da gewöhnst du, musst du es einfach nicht heiß nehmen, weißt, so temperiert. Und dann merkst du richtig, es tut wieder Magen vorbereiten, was das auch kommt, oder? Ja. Und dann kannst du auch gut einfach den Tag starten, oder? Jetzt haben wir schon den ersten Gesundheitstipp bekommen von dir. Ja, wegen dem bist du nicht da. Du bist nicht wegen dem da. Du bist eigentlich da, weil du super Musik machst. Und zwar bist du wieder voll an Tour. Ich durfte dabei sein. Letzten Montag bist du in der Private Session von Radio L gesehen. Mhm. Hast du mir angeschaut und gemerkt, die Bella ist richtig wieder so auf einer Welle unterwegs. Ja, das stimmt, ja. Oder die Musik ist natürlich schon sehr wichtig, wie einschnaufen, ausschnaufen für mich. Ja. Und das war schon als Kind so, ich war auch sehr lebendig. Und ich habe für meine erste Gitarre als Schülerin 6 Wochen im Sommer habe ich an einem Kiosk zu Ostermundigen gearbeitet. Ich hatte so ein Schämmchen gehabt, ich konnte nur fast, eigentlich ist es verboten gewesen, Kindersklaverei, oder? Wir müssen sagen, ja. Sag nicht, aber ich habe das mega gerne gemacht im Kiosk. Und ich habe dort gearbeitet und mein Geld verdient. Und so habe ich meine erste Gitarre gekauft. Also Musik war immer das. Gewesen, ja. Und, aber auch Musik vor Publikum. Ich meine, es waren ein paar Leute da, es war eine gute Stimmung. Das haben wir lange nicht mehr gehabt, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Du hast so zwei tolle Künstler, Musiker, Entertainer neben mir gehabt, wo es dann sofort nochmal ein anderes Gefühl gibt. Weißt, wenn du auch Leute hast, die die Intuition haben. Es geht nicht einmal um Professionalität, das gehört dazu, logisch. Aber es sind auch die Erfahrungen und die emotionale Ebene, die Intuition. Mhm. Und wenn die Intuition stimmt, die Kunst. Dann musst du auch nicht aufs Notenblatt schauen. Dann fließt es einfach. Ja. Mhm. Und der Larry hat dann so gemeint, hey Bella, du hast dich das erste Mal gehen lassen. Ja, das habe ich das Gefühl gehabt. Also jetzt das Gefühl, du bist richtig so im Fluss drin. Ja. Und das ist super, es ist natürlich auch so, Erfahrung, du hast jetzt ein neues Video auf den Markt gebracht, einen neuen Song, einen neuen Release, Freudentränen. Ja, bist du dann so zufrieden mit dem Feedback? Sehr gut. Also ich bin jetzt am Starten mit Promotion natürlich. Ja. Und dort muss man ein bisschen strategisch vorgehen. Gell? Das ist deine Stärke, oder? Ja, es geht. Ich bin natürlich auch als Vollblut-Entertainerin auch mal, habe ich geswitcht und bin Aussendienst gearbeitet. Also, auf das können wir noch reden, Das ist wieder ich habe viel gelernt. Ja. Ich habe viel gelernt und sich selber promoten ist immer ein bisschen schwierig. Schwierig, ja. Ja, also man muss es wie eine Rolle sehen, oder, die du machst. Und das macht Spass und wir sind gleich immer zu Weg, natürlich. Das ist so, ja. Mhm. Freudentränen heisst der Song. Wenn ich ganz ehrlich bin und ich das erste Mal von dem Song gehört habe, denke ich, meine Lebensgeschichte weiss, wo wir auch darauf zu reden kommen, mit einem grossen Schicksalsschlag, geht es um den Song sicher um das schöne Leben, um den Genuss auf dieser Welt und so weiter. Aber eigentlich ist es ein Liebessong, oder? Ja, weil es Es geht weniger ums
ja, generell leben, oder? Doch, also ich meine, klar, es ist ein direkter Song. Ja. Wegen dir oder wegen mir. Ja, also, also so konsumieren, ja, kann man es interpretieren? Ja, genau. Das, ist das, das kann man aber auch unter Kollegschaften, wenn man eine intensive Freundschaft hat. Ja. Ich lasse mal offen. Ja. Es soll sich jeder inspirieren, ja, lassen, genau, so wenn er das gerne möchte sehen. Genau, das finde ich noch wichtig. Aber ich finde natürlich auch in der Partnerschaft, es ist schon auch wichtig, die Freudentränen, ja. Also auch freudig nach dem ganzen Corona-Blues. Mhm. Habe ich gedacht, jetzt muss einfach etwas zack raus, mit, wo lüpfig ist und freudig ist. Oder? Und es ist nicht immer alles... wie sagt man so freudig aus? Es gibt natürlich auch andere Seiten im Leben, aber es hat für mich eine lebendige Bedeutung. Mhm. So, ja. Und jetzt haben wir etwas gehört davon. Du hast die Gitarre mitgenommen und das ist eine Premiere bei uns hier. Ja, genau. Im Niva Sonntagsgipfel live und exklusiv für unsere Zuschauer. Freudentränen oder ein Ausschnitt zumindest. Ja, ein Ausschnitt. Ja. Ja. Eine Freudenträne in meinem Auge. Freudentränen in deinem Auge. Wegen mir oder wegen dir, ist wegen dir oder wegen mir. Wegen mir oder wegen dir, ist wegen dir oder wegen mir. Da bist du und da bin ich. Und mein Herz schlägt nur noch für dich. Freudentränen in meinem Auge. Dein Blick, dein Style, was du drehst. Du bist für mich wie ein Tanz, eine Kunst mit Form und Glanz. Ich will dich sehen, ich muss dich spüren. Es funkelt in deinem Sternenhimmel nur, man sieht durch deine Augen durch. Durch deine Augen durch. Da bist du und da bin ich. Und mein Herz schlägt nur noch für die Pumpe. Freudentränen in meinem Auge. Und wenn du ja, ja, ja sagst, zu dir stehst. Ab und zu ist es okay, wenn du dich lässt gehen. Heute geht es dir eben gut, morgen brauchst du mehr Mut. Ich will dich sehen, ich muss dich spüren. Es funkelt wie ein Sternenhimmel, nur ich sehe durch deine Augen durch. Durch deine Augen durch. Da bist du und da bin ich. Herz schlägt mir mal noch für dich. Freudentränen in meinem Auge. Oh, Freudentränen. Freudentränen in meinem Auge. Ich will nicht sagen wegen dir. Ich will nicht sagen wegen mir. Freudentränen in meinem Auge. Jetzt kommt ein Applaus über von mir, noch von mir, das einzige Publikum heute, aber ein toller Song, finde ich, ja, mit sehr viel Energie, das spürt man auch. Auf meinem Gitarre, Kirsche Holz, gell? Ja, wir haben vorhin diskutiert, du hast schon mehrere von denen, also nicht von denen, aber du hast mehrere Gitarren, das ist schon ein bisschen so dein Partner. Ja, genau, der zweite Partner natürlich. Der zweite Partner, ja, genau. Der musikalische Partner. Musikalische Partner, also sehr verbunden. Und jede Gitarre hat seinen eigenen Klang. Ja. Und es ist immer so, entweder liegt es dir und du spürst es sofort, oder es liegt dir nicht. Und wenn du mich jetzt fragst, ist eben die Freudentränen ein Beziehungssong. Ja, das stimmt, dass ich finde, auch gerade so, nach dieser ganzen Pandemie,
wenn man, klar in der Beziehung, klar kommt man auch näher, aber auch sonst menschlich, weißt, und das finde ich sehr wichtig, die menschliche Art, dass man die unbedingt tut beibehalten und nicht immer wie eine Maschine funktionieren. Ja, was heutzutage natürlich, vom Herz, ja, das ist so, ja. Ich habe Handel geholt, letzten zwei Jahre, oft leider, jetzt endet es zum Glück wieder. Ja, jetzt kann man wieder ein bisschen näher kommen. Ja. Aus sich sehen vor allem, das ist auch wichtig, oder? Mhm. Kommen wir zum Thema, das müssen wir erwähnen, das möchte ich auch gerne erwähnen. Ja. Musik hat mich am Leben erhalten, das hast du damals mal geschrieben, wo du eine schwere Zeit hattest, du hast Brustkrebs gehabt. Ja. Mhm. Und dann eine schwere Zeit durchgemacht und schlussendlich ist es über ein Jahr, glaub, gegangen. Dann sind Metastasen noch entdeckt worden. Und, ja, nach einem Jahr falsche Therapie, das ist immer so schwierig zu sagen, aber ich bin schon ein Mensch, der sehr stark auch an etwas glaubt. Weißt? Also, es ist sehr viel, es ist sehr intensiv alles gewesen, von Anfang an. Ja. Aber schlussendlich, also, du bist näher am Tod in deinem Leben, ist das richtig? Ja, so nach einem Jahr, was es dann geheiss hat, nach einem Jahr intensiver Therapie, muss ich sagen, wo man ja sollte, ein bisschen leicht sein sollte, habe ich einfach das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt. So innerlich gespürt, weißt du, die Intuition, oder? Da stimmt etwas nicht. Irgendetwas ist, weil ich noch Tanzunterricht gegeben, ich bin immer dran gewesen, ich bin ja als Profitänzerin, kenne meinen Körper sehr gut, oder? Von dem her ist das überhaupt kein Thema gewesen. Die Wahrnehmungen habe ich immer wahrgenommen, darum ist es auch umso komischer gewesen, aber das ist natürlich alles später. Ja. Also kurz auf deine Antwort zurückzukommen. Das war natürlich ein Moment, als ich das Emery gemacht habe, als es mit Metastase in den Knochen. Da habe ich dann gedacht, nein, das kann aber jetzt nicht sein. Oder? Und das ist natürlich schon Peng, Feierabend, oder? Habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Also ich würde denken, so, jetzt hast du eine Lebenserwartung noch bekommen? Oder ist irgendwie also klar, ich bin natürlich eine Überlebenskämpferin, gell? Das kommt schon klar, aber das Urteil ist relativ krass. Oder? Ja, die Ärzte machen das ja unverblümt, dann klar, oder? Die sagen das, was Sache ist, nimm jetzt mal an. Ja, und das hat einfach nachher einen Ärztewechsel gegeben. Das ist meine einzige das ist für mich ganz klar gewesen, es gibt einen Ärztewechsel. Und dort ist es nachher aufwärts gegangen, ja. Jetzt sagt man immer so, Musik hilft und man muss daran glauben. Das sind so die klassischen Aussagen. Mhm. Aber es ist mehr als das, oder? Es kann nicht sein, dass man einfach irgendwie so mal sagt, okay, jetzt switche ich und sage so, und morgen glaube ich, dass es besser wird. Ich habe mich auch schon befasst mit so Leuten und Sachen gelesen. Und viele sagen, im Moment ist es wichtig, das anzunehmen, aber auch etwas verändern im Leben. Ist das bei dir auch so gewesen? Oder was war der entscheidende Moment gewesen, wo du geswitcht hast? Das mit dem Verändern ist immer so eine Sache, oder? Da musst du immer die aktuelle, momentane Situation von jedem individuell anschauen. Manchmal kann man einfach gar nicht ändern. Oder manchmal muss man begreifen, was soll ich denn ändern? Aber was war denn genau bei dir, wo du gemerkt hast, ist der Arzt allein gewesen, das Vertrauen in die neue Therapie, oder? In dein Leben, in dein Selbst? Also für mich, ich hatte einen super tollen Arzt gehabt. Der ist jetzt pensioniert. Mhm. Und der war für mich einfach wahnsinnig. Der hat mich abgeholt, dort wo ich bin. Und das ist auch eine Kunst. Weißt du, du kannst schon sagen, das und das und das und das müssen wir machen. Aber wo steht denn der Mensch? Mhm. Wo ist denn das Wesen? Es ist nicht 0815, es geht darum, individuell. Mhm. Und die ärztliche Die Schulmedizin geht immer mehr individuell auf den Mensch ein und das braucht es auch. Und der Arzt hat dann sofort erkannt, dass ich ein kreativer Mensch bin und dass ich Musik mache. Und dann hat er dann gesagt, aber Frau Fahn, jetzt machen wir ein Album. Dann habe ich gesagt, woher auch nicht stellen. Es ist ja schon gut und recht. Oder? Das ist so quasi deine Therapieform, Musik machen. Ja, ich habe ja schon Lieder geschrieben. Vorher habe ich Musik gemacht. Ich bin sehr vielseitig, logisch. Und die Musik ist für mich vor der Diagnose schon präsent gewesen, sehr intensiv. Oder? Das geht alles noch viel mehr zurück. Oder? Auf das kommen wir auch noch drauf ein. Oder? Ich erzähle jetzt nicht alles. Und dann habe ich gewusst, okay, weil in einem solchen Moment magst du nicht unbedingt ich habe das und das und das. Nein, zack. Oder, und ich kann auch nicht zu viel mit den Menschen darüber reden, über das. Ich habe einfach meine engsten Personen
informiert darüber und das hat dann gelenkt. Ja. Und ich habe dann die Lieder, die ich schon geschrieben habe, vorrangig mit einem ganz guten Produzenten angeschaut und den eingeweiht. Das war auch ein Kollege von früher, weil ich dann auch nicht einfach zu irgendeinem Produzenten gehen. Also für mich war es ganz wichtig, dass ich Menschen um mich herum habe, die ich nicht noch mehr gross erklären muss, die mich dort abholen, wo ich bin. Oder wo es dann stimmt, von der Chemie her. Und das hat gestimmt. Und wir haben meine Lieder angeschaut und wir haben dann aussortiert, welche Lieder das wir nehmen könnten für eine EP. Und das ist natürlich, ich brauche Zeit. Meinem Arzt gerade an den Kopf gesprungen, oder? In diesem ganzen Prozess. Was ja ganz wichtig ist, schlussendlich, oder? Geduld hat niemand, aber es braucht es halt. Ja, und manchmal ist es ein Rennen gegen die Zeit. Ja, weil du kommst dann wirklich komplett in einen anderen Zustand, oder? Also es geht nicht mehr um eine Grippe. Es geht um mehr, oder? Und das ist natürlich klar. Und für mich war immer nicht wissen, woran du bist, ist für mich die grösste Nebenwirkung. Dann nimmst du alle Nebenwirkungen in Kauf. Und mit dem bin ich näher ans Ganze hineingegangen, oder? Und ich habe natürlich, das ist quasi deine Strategie. Ja, und es ist schon so. Ja. Ja, und das ist dann auch gut rausgekommen, zum guten Glück. Das hat gedauert, hast du ein bestimmtes Bild aus dieser Zeit, das nie mehr aus dem Kopf geht? Ja, also ich habe schon ziemlich gebrüllt, muss ich ehrlich sagen, als ich das Resultat bekommen habe. Und ich habe in dieser Klinik einen Mann getroffen, der war auch der Beste für mich, der mich dann auch abgeholt hat, oder wieder, wo ich war. Oder? Und das war sehr gut gewesen. Der hat mich dort auch irgendwo auffahren. Und wir hatten gute Gespräche und ich habe dann eben über die Musik, über die Fokussierung. Die Fokussierung und die Transformation, das hat stattgefunden. Das ist etwas, das Zeit braucht. Das findet statt ganz tief in dir drin. Und es so nehmen, wie es ist, ist ganz wichtig, ja. Und das Beste daraus zu machen, ist auch ganz wichtig, ja. Und das Vertrauen ist noch viel wichtiger, das Urvertrauen. Ganz wichtig, ja. Bei dir. Ja. Weißt, du kannst auch nicht am Schluss sagen, die Ärzte sind schuld. Das kannst du nicht machen. Weil einem Arzt seine Aufgabe ist, das Leben retten. Du hast ein gutes Stichwort gesagt, Fokussierung, Transformation. Aber du singst jetzt in drei Sprachen. Also Dialekt, Berndeutsch, Hochdeutsch und Englisch. Gewissen Musikern gefällt es nur so schwer, in zwei Sprachen zu singen. Warum singst du auf drei Sprachen? Das ist sehr speziell, weil zum Beispiel das Lied «Ich brauche Zeit» habe ich mit der Morris-Gitarre komponiert. Mit dieser holzigen Gitarre, die hat sehr viel Geld gekostet. Dort bin ich dreimal in den Laden reingegangen. Ja. Da war ich noch im Aussendienst. Da habe ich noch regelmässig viel Geld verdient. Ja, ist mir auch, also zum Verhängnis wurde nicht, aber das ist natürlich... ist es auch so sporadisch entstanden? Ja. Oder ist es ist ein riesen Aufwand schlussendlich auch, oder? Ja, also es ist so... Englisch war immer eine Faszination. Ich hatte schon Französisch, nicht Englisch. Englisch ist für mich, weil mein Lebenspartner auch Amerikaner ist, da denke ich Englisch. Englisch ist für mich auch immer von den Liedern hören. Es gibt ganz viele Musiker, die mich beeinflusst haben, wie der Prince. Und wenn ich Prince-Musik höre, immer noch, dann komme ich so in einen Zustand rein, wo ich als Blatt für ihn auch schreibe. Aber das ist jetzt deine Sicht, oder? Aber wenn du jetzt wenn jetzt deine Lieder hören, oder? Und einmal ist Englisch, einmal ist Deutsch, einmal ist Dialekt. Ist es schwierig, das Profil so zu schärfen, quasi? Was ist Bella? Bella ist ein bisschen alles. Ja, es ist, also schau jetzt. Ja, das will ich nicht so sagen, ein bisschen alles. So wie sie macht viel und kann nichts richtig. Das ist das Gleiche, wenn du mich fragst. So, da denken wir schon an. Aber das ist jetzt eben etwas so. Wichtig ist, du kannst mich nicht einordnen. Ja. Zu dem stehe ich. Das wollte ich aber auch gar nicht. Ich will gar nicht eingeordnet werden. So. Weil das ist auch wieder
eine Intuition. Also wenn ich jetzt in der Schweiz hinein bin und die wollen von mir Schweizerdeutsch hören, ich habe sogar Lieder von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch umgeschrieben, in meinem Musikkabarett. Stell dir vor, von Mani Matter. Und er hat es geheissen, was? Mani Matter auf Hochdeutsch? Oh, Hilfe, Hilfe, das gefällt uns nicht. Du, wieso singen sie es nicht Berndeutsch, oder? Also, machen wir einen Kompromiss. Machen wir einen Kompromiss. Ich sage, wenn die Schweizer das hören wollen, oder auch die Liechtensteiner, dann mache ich das gerne auf Berndeutsch, oder? Aber wenn ich in Österreich bin und in Deutschland, dann finde ich, ist das wichtig, dass auch die Österreicher und die Deutschen etwas verstehen von dieser Aussage, von diesem Lied. Mhm. Und es ist schade, wenn sie es nicht können verstehen können. Dann sage ich mir, ich nehme mir die Zeit. Und ich tue entgegenkommen. Und ich will ja, dass die Leute den Inhalt verstehen. Weißt? Das ist das Farbige, das Vielseitigkeit, ja, die ich eingangs erwähnt habe. Und auf das möchte ich jetzt noch ganz kurz kommen. Du machst so viele Sachen. Auch in England, wenn ich schnell darf, dir sagen, auch in England. Ich habe zum Beispiel auch meine EP «Ich brauche Zeit» habe ich auch ein England-Konzert gegeben. In Hammerwood Park habe ich das Lied dort im alten, ehemaligen Led Zeppelin-Haus. Ja. Und dort habe ich Konzert gegeben. Und wenn ich dann nur mit Berndeutsch oder mit Deutsch, das wäre langweilig geworden für die. Ja. Und ich habe alles Englisch gesungen. Ja. Oder? Und das finde ich wichtig. Und auch in Amerika. Oder? Also, gut, da kannst du mal einen bringen auf Berndeutsch. «Ich brauche Zeit» lieben sie ja auch Sprachen. Ich habe sie ja noch auf Englisch umgeschrieben. Oder? Mhm. Also von dem her war es mir wichtig, gerade «Ich brauche Zeit», dass man den versteht, weißt, international. Das bist du ein bisschen, oder? Die Art und die Vielseitigkeit, wobei trotz allem, ich finde es schon sehr, sehr faszinierend, oder? Darum auch das, der Ausdruck vom bunten Blumenstrauß. Ja, ja. Und wir haben uns im Fall nicht abgesprochen genau, heute, gell? Es ist wirklich zufälligerweise. Du, dein tolles Outfit, oder? Passt hervorragend dazu. Think Pink. Du bist Schauspielerin gewesen. Du hast mitgemacht, «Verbotene Liebe», Geschichte. Du bist professionelle Tänzerin, Musicals mitgemacht, du hast als Sängerin schaffst du, du bist Madonna-Double. Du bist Moderatorin bei Tele Bern. Ja, ein Jahr lang. Und du bist, wie du bereits angetönt hast, du bist noch eine Werbekauffrau gewesen, also eine Aussendienstmitarbeiterin gewesen. So viele Sachen. Jetzt, wenn ich jetzt ein Lebenscoach wäre, würde ich sagen, Bella, du hast ihn noch gerne gefunden im Leben. Kommst du zu mir? Mal ein bisschen Coaching. Ja, nein, das stimmt nicht. Da muss ich dir widersprechen. Das ist ein bisschen provokativ. Ja, das macht nichts. Da muss ich dir widersprechen. Nicht gefunden, das stimmt überhaupt nicht. Der Mensch soll sich ja auch entwickeln. Und was jetzt du dann gemacht hast, ist jetzt nicht mehr so. Oder? Das ist natürlich ein Prozess. Wenn du flexibel bist als Tänzerin, dann habe ich da jetzt für mich nur tanzen gegeben. Da bin ich zu Amerika, da bin ich auf New York, da bin ich nur in die Tanzschule rein. Da bin ich in Steps, Broadway Dance Center in Los Angeles, auch Debbie Reynolds School in Paris, auch Sylvie Vartan, weißt du. Und da hat es nur das gegeben, nur das. Und Musical, Schauspiel ist dann später gekommen und das ist dann, das Center gibt das andere. Und schau mal, Musical Darsteller, was macht ein Musical Darsteller? Der tanzt, der singt, der spielt. Die drei Elemente, oder? Und ich kann mich nicht einengen, du darfst nur das machen, oder? Und in der Schauspielerei ist mir das auf Berndeutsch gesagt, zu viel Blut vorkommen. Es war mir zu nüchtern gewesen. Also, Schauspielerei ist ganz faszinierend, oder? Weil der Partner ist ganz wichtig. Das Gegenüber, der Rhythmus, das Tempo, oder? Dass es spannend bleibt, oder? Im Theater oder natürlich auch logisch Film. Serie, Fernsehen ist nochmal eine andere Sache, oder? Das ist ja so. Aber Aussendienstmitarbeiterin, du hast selber gesagt, da ging es um Zahlen und Umsatz. Ja. Jetzt musst du mir erzählen, dass das Spass gemacht hat. Bringen, liefern und nicht laufern. Doch. Du sagst zwar, du sollst erfolgreich sein, das glaube ich dir auch, aber das passt völlig nicht in deine DNA rein. Es hat auch gepasst. Ich habe mal einen Schwenk gemacht. Ich habe mal wirklich einen Schwenk gemacht, weil du musst dir das so vorstellen, als Vollblutkünstler hast du nicht immer Engagements. War das eine Geldfrage? Ich habe währenddem, unter anderem auch, ich bin risikofreudig. Ich bin Zirkusstar geworden im 2004 in Berlin und bin zurückgekommen und dann habe ich zwei Optionen, dann habe ich wieder für Motorola E398 im Volkiland Promotion gemacht. Ich habe, dass ich meine Schauspielausbildung finanzieren konnte, bin ich im Flughafen gewesen, habe Promotion gemacht. Hey, ich habe die tollsten Leute am Flughafen kennengelernt. Also internationale Leute, gell? Und logisch wirst du immer nur beurteilt,
was du machst im Moment. Und das ist eben auch ein Problem der Menschheit. Oder? Ja. Die sehen die und meinen, ja, das ist der Verkäufer. Ja, das ist der Moderator. Ja, der arbeitet dort. Ja, das ist der. Das ist mäßig, ja. Ja, du wirst einfach eingeordnet. Oder? Hast zum Beispiel Berner Nummer. Ja, das ist der Berner Kunde. Oder? Etc. etc. Um das geht es nicht. Aber der Aussendienst war für mich wie meine Lehre. Ich habe 3,5 Jahre Aussendienst gemacht. Ich habe aber noch moderiert. Ich habe noch Madonna-Shows gemacht, habe noch Tanzunterricht gegeben. Mm. Hey, ich hatte 3,5 Jahre Fulltime-Job gehabt, oder? Ich habe das alles gerne gemacht. Klar, das 9-to-5 ist... Ich habe die Menschen bewundert, die im System leben und drinnen sind. Und für die stimmt es. Und ich habe diesen Menschen auch Kompliment gemacht. Mm. Oder? Weil das war eine grosse, grosse Herausforderung. Ich habe aber immer mit den Chefs zu tun gehabt. Das fand ich auch noch cool. Gefunden. Die, die sagen haben, die, die zahlen und die, die umschreiben. Aber das ist null kreativ, oder? Ist ja null Kreativität dabei. Das ist das, was du machst. Ist es Inhalt für eine eigene Sendung? Da könnten wir einen Abend lang darüber referieren. Genau. Es läuft ein bisschen Zeit davon, Bella. Okay. Noch ganz kurz. Du bist in Bern aufgewachsen, Ostermundigen. Ja. Deine Mutter ist von da. Vom Muren. Und trotzdem schlägt es dich irgendwann im Leben auf das leichte Stein. Ja. Warum denn? Ich habe immer als Kind habe ich das ein wahnsinnig faszinierendes Land gefunden. Ja. So frei, so lustig, so einfach. Es war mir so wohl hier. Oder? Und ich habe ja mal eine Musik mit meinem Cousin ein Album produzieren und anhand von dem habe ich dann gedacht, ja, Liechtenstein, das ist ja auch, weißt, wenn du mal auf dem Schiff gearbeitet hast, brauchst du nicht viel Platz. Das ist wahr. Und da brauchst du nicht viel. Und dann hat es mich wirklich da überverschlagen und ich wollte auch ein bisschen Abstand haben, weißt, vom Ganzen. Und wollte für mich Zeit haben. Und ich brauche Zeit. Ja? Und mich auch finden. Also dort könnte man sagen, dort hätte der Coach kommen können. Mhm. Aber nicht vorrangig. Aber der Coach ist bei mir selber hat der stattgefunden. Oder? Und ich habe gewusst, Aussendienst ist es nicht. Und ich wollte mich selber wieder finden. Ja, und dann bin ich wieder ausprobieren auf der offenen Bühne als Singsongwriter, als Musikkabarettistin. Und dort hat sich dann ein Schnitt entwickelt und dort bin ich wieder voll in die kreative Zeit zurückgegangen. Und dort ist es anders weitergegangen, aber gut weitergegangen. Und dort hat es eben den Cut gegeben mit dieser Gesundheit. Ja. Dort ist der Cut gekommen. Weg zurück zu dieser Bella Farni, die heute ist, Sängerin und Songwriterin. Du schreibst noch das Buch, das kommt jetzt noch bald einmal raus, wo du im Detail alles beschreibst, was gelaufen ist dort. Genau. Vielleicht ganz kurz, ja. Was enthüllst du uns dort? Also in diesem Buch geht es um meine ganze Geschichte im 2011, als ich die Diagnose bekommen habe, was alles passiert ist und die ganzen Transformationen, die stattgefunden haben, und zwar auf der kreativen Ebene. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig und es soll ich will Hoffnung geben und Mut machen, dass es, auch wenn es so aussichtslos ist, es ist nie aussichtslos. Ich will auch Tipps mitgeben, was man machen kann, wenn man so eine Diagnose bekommt. Oder? Und der Titel steht ja auch schon fest, Gitarrenspiel, verschiedene Seiten, 6 Seiten einer Diagnose. Es gibt auch 6 Kapitel, wo wie Gitarrenseiten, Höhe, Tiefe, Mittellage hat. Oder? Und das ist mein Herzprojekt. Das ist für mich ist das etwas, wo ganz wichtig ist, wenn ich eine Aufgabe auf dieser Welt habe, dass ich Menschen auch Hoffnung geben und Mut machen kann. Es muss jetzt nicht der Krebs sein, es gibt ja auch noch andere Diagnosen. Oder? Was kann man machen in solchen Momenten? Was ist angebracht? Oder? Ja. Und dort geht es ziemlich in die Tiefe. Und es soll aber lustig werden, es soll unterhaltsam werden. Oder? Weil schon nur eine Diagnose zu bekommen, ist schon heavy genug. Oder? Also, ich klar schreibe meine Wege, meine schulmedizinischen Wege ein, wo ich gegangen bin. Auch andere Wege, die ich gemacht habe. Naturverbunden. Es wird sehr spannend werden, dein ganzes Leben. Es gibt einfach noch einen Punkt, dass es ein Hoffnungsgeber und ein Mutmacher soll werden, liegt mir ganz, ganz, ganz fest am Herzen, dass ich das näher auch verbinden kann mit musikalischen Lesungen. Dass ich die Lieder bringen kann, die Mut machen. Weißt, ich brauche Zeit oder Freudentränen oder all das oder alles auf Anfang. Das ist ganz wichtig, das soll Kraft geben, auch Musik, Lieder. Das merkt man, weißt? Und das ist so meine Aufgabe. Und das wäre natürlich toll, wenn ich da noch
jemand einen Hauptsponsor finden. Es geht immer um Geld, das ist klar. Ja. Kulturschaffende ist immer das Thema. Das ist so, aber es ist schön. Ich bin gespannt, was dort dabei rauskommt. Ja. Wir sind schon fast am Schluss. Dran, ja. Schade. Wir hätten noch lange kommunizieren können. Aber Fragen, nicht fünf. Drei Fragen sind es noch. Ja. Eine für dich zum Schluss, die du ganz kurz wirst beantworten. Und zwar, ohne Gitarre fühle ich mich? nur halb. Also, ja. Ich kann es nicht gerade sagen, fühle Blut, aber einfach. Es gehört zum Einschnaufen und Ausschnaufen. Ja, da fühle ich mich schon ein bisschen. Mm. Das ist schon sehr wichtig, das Kanal für mich. Ganz wichtiger, ja. Mein Leben macht mich glücklich, weil? Weil ich ein freier Geist bin und ich es so machen kann, wie ich es gerne will. Es ist nicht immer einfach, aber ja, es ist möglich. Es ist viel möglich. Mhm. Und die letzte Frage, zum letzten Mal Tränen vergossen habe ich? Hui! Hoffentlich Freudentränen. Ja, ich glaube Freudentränen waren, ja. Weil Lachen ist immer wichtig und gesund. Und wenn es dann so kippt, weißt du, so halb so in ein Lachding hineinkommst, was dann so wirklich Tränen tropfen vor lauter Lachen, das ist ganz schön. Wann war es? Ja, weiss es nicht mehr. Vielleicht vor 2, 3, 4 Tagen so, oder? Also, immer wieder, das ja, ist wichtig. Ja, oder? Nein, also das ist schon so. Genau. So vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank. Wir sind gespannt auf deine weiteren Projekte und das Buch vor allem, wie es weitergeht. Ja, viel Glück für alles und danke, dass du da warst. Herzlichen Dank. Das wär's schon wieder gesehen und wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag und geniessen den Frühling. Ciao.